Doch bevor wir uns weiter mit Raytracing-Shadows und realistischen Beleuchtungssetups befassen, möchte ich mal kurz einen Blick auf die grundlegenden Lampeneinstellungen werfen. Und die Einstellungen für die Lampen, die finden Sie hier im Properties Editor und zwar bei der Object Data von den Lampen. Sie sehen, sobald Sie hier eine Lampe ausgewählt haben, dann gibt es hier statt diesem Mesh-Symbol, wie wir das bei einem Objekt haben, gibt es dann bei der Object Data für die Lampe hier dieses kleine Lampensymbol. Und hier können Sie jetzt die ganzen Einstellungen für Ihre Lampen vornehmen. Wir haben hier eine kleine Vorschau, wie sich das Licht im Raum verteilen würde. Denn es gibt nicht nur diese Punktlampen, sondern es gibt hier auch noch vier weitere Arten von Lampen. So einmal die Sonne, dann ein Spot, ein Hemilight und ein Area Light. Was diese Lampentypen noch machen, dazu kommen wir gleich. Vorher noch kurz die grundlegendste Eigenschaft. Das ist einmal die Farbe von der Lampe und die Energie. Also wenn ich jetzt die Farbe verändere und zum Beispiel hieraus eine gelbe Lampe mache, die dann ein etwas wärmeres Licht wirft und das jetzt mal rendere mit F12, dann sieht man jetzt also hier, wie das Ganze etwas gelb wird. Und jetzt lösche ich mal diesen Grease Pencil von vorhin noch. Das kann man machen, indem man hier diese Ebene einfach raus x't, also Delete Layer und Escape, um aus diesem Vorschau-Modus wieder rauszukommen. Und das andere, was man hier ändern kann, ist die Energy. Und wenn ich die Energy auf 0 stelle, dann ist klar, was passiert. Man sieht gar nichts, denn jetzt ist hier keine Lichtenergie mehr. Und so kann man hier mit dieser Energy-Zahl festlegen, wie hell diese Lampe die Szene beleuchtet. Und genau wie Mesh-Objekte kann man diese Lampen natürlich auch duplizieren. Also könnte ich jetzt hier diese Lampe nehmen und mit Shift-D duplizieren, hier auf die andere Seite setzen und wenn ich das jetzt mal rendere, dann haben wir jetzt hier einen Schatten, der aus beiden Richtungen kommt und das Ganze ist natürlich sehr viel heller. Und obwohl jetzt das eine relativ simple Berechnung ist, kann man schon mit zwei Lampen die Szene deutlich interessanter gestalten. Und zwar, indem man einmal ein warmes Licht verwendet und ein kälteres Licht. Das ist also eine ganz typische Beleuchtungssituation, dass man eine Lichtquelle hat, die ein wärmeres Licht abgibt und eine, die etwas kühleres Licht erzeugt. Und kühleres Licht heißt, das Licht ist etwas bläulicher. Und Sie sehen schon, hier haben wir jetzt eine Beleuchtung, die deutlich interessanter ist. Und da Lichtquellen in der Regel auch unterschiedlich hell leuchten, könnte man auch diese blaue Lampe etwas dunkler machen. Also zum Beispiel nur 0,5. Umgekehrt dafür dann diese Lampe etwas heller. Vielleicht noch etwas wärmer. So zum Beispiel. Und so kann man hier schon eine ganze Menge gestalten. Man kann natürlich beliebig viele Lampen erzeugen, indem ich die hier dupliziere und hier zum Beispiel nochmal die Farbe ändere. Jetzt vielleicht mal ein rötlicheres Licht. Und hier kann man also eine ganze Menge gestalten. So, im Falle von dieser Punktlampe, diese Point Lamp, die also wie eine Glühbirne ihr Licht in alle Richtungen wirft, da gibt es verschiedene Arten, wie das Licht sich im Raum verteilt. Und zwar, wenn Sie mal hier schauen, hier steht gerade Fall off inverse square, distance 30. Was heißt das? Das heißt, die Lichtintensität, die nimmt ab, und zwar mit einem bestimmten Fall off, mit einem Abfall kann man es ja wohl kaum übersetzen, also mit einer bestimmten Art der Lichtabnahme, nämlich inverse square, und das ist eine Formel. Und das kann man sich nochmal etwas genauer angucken, wenn ich mal diese anderen Lampen lösche und ich setze sie jetzt mal hier auf den Fußboden. Guck mal durch die Kamera. Setz die Kamera mal hier hin. Also so. Und hier sieht man jetzt, wie das Licht immer weiter abnimmt. Und sehr schnell geht das Licht hier also gegen Null, also hier hinten ist es jetzt ganz schwarz. Und das liegt an diesem bestimmten Fall-Off. Und dieser Fall-Off, den man hier auch verstellen kann, der folgt nun auch der realistischen Lichtabnahme, wie es also in Wirklichkeit auch abnimmt. Man kann es auch umstellen, zum Beispiel auf konstant. Und Sie sehen vielleicht, dass es hier hinten jetzt deutlich heller ist als vorher.
Und um jetzt diese verschiedenen Arten des Fall-Offs besser vergleichen zu können, möchte ich jetzt nicht über dieses Bild drüber rendern sozusagen, sondern einen neuen Zwischenspeicher-Slot öffnen. Und diese Render-Slots, die finden Sie hier im Menü von dem Image Editor bei Render Result. Und jetzt gehe ich mal zu Slot 2, also wie ein Fach, in das man reinrendert. Das ist jetzt noch leer. Und ich ändere jetzt mal diesen Fall-Off zu Inverse Square. Drücke nochmal F12 und jetzt wird zum Rendern dieser Slot verwendet. Und jetzt kann ich diese Bilder auch wunderbar vergleichen, indem ich zwischen Slot 2 und Slot 1 hin und her wechsle. Hier ist also wieder zu Slot 1. Und hier sehen Sie jetzt, dass bei dem konstanten Fall-Off es hier hinten deutlich heller ist als bei dem Inverse Square. Und diesen Fall-Off, den kann man nicht nur in seiner Art verändern, man kann auch einstellen, wie weit eine Lampe leuchtet, nämlich hier mit dieser Distance. Und wenn diese Lampe jetzt nach diesem Inverse-Square-Fall-Off zum Beispiel nur eine Blendereinheit weit leuchtet und ich jetzt mal rendere, dann ist es natürlich sehr viel dunkler. Aber vielleicht sehen Sie hier, dass es weiter leuchtet als eine Blendereinheit und das liegt daran, dass dieser Fall-Off in der Standardeinstellung so eingestellt ist, dass je nachdem, wie man das hier einstellt, die Distanz sich so verhält, dass, wie der Tooltip sagt, die Lichtintensität bei einer Blendeeinheit nur noch die Hälfte ist von der ursprünglichen. Das ist vielleicht etwas verwirrend. Man kann das aber auch so einstellen, dass die Lampe wirklich nur eine Blendeeinheit weit leuchtet. Und das kann man hier mit dieser Checkbox Sphere machen. Und Sphere, die würde dann das so einstellen, dass die Lampe wirklich nur eine Blendereinheit weit leuchtet, sodass also bei einer Blendereinheit 1, guck mir hier an, das ist also hier eine Blendereinheit, dass es hier dann ganz dunkel ist. Und als kleine Hilfe gibt es dann, wenn man Sphere einstellt, diesen Kreis, der hier angezeigt wird, sodass ich jetzt genau sehen kann, bis wohin scheint die Lampe. Zum Beispiel so dürfte jetzt die Hälfte von dem Würfel im Schatten liegen, genau. Und wenn ich dieses Häkchen wieder rausnehme, dann wäre das jetzt so eingestellt, dass bei 3,6 Blendereinheiten die Lichtintensität nur noch die Hälfte ist von der ursprünglichen. Und durch diesen Fall-Off wird diese Lampe jetzt sehr viel weiter scheinen, also bis hier hinten wird das Ganze jetzt noch beleuchtet.